Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Die liebe Katharina hat mich angeschrieben vor dem Kanal Dalinka. Hier auf YouTube findet ihr die auch. Und sie hat gefragt, ob wir nicht ein Trash-Päckchen machen wollen. Und ja, ich habe gesagt, gerne machen wir auf jeden Fall. Und das Paket ist auch schon bei mir angekommen. Und ja, ich würde sagen, wir packen das jetzt gemeinsam aus. Denn ich bin mega gespannt, was da drin ist. Und freue mich schon sehr auf den Inhalt und bin echt mega gespannt. Und es ist mega schön verpackt, weil ich habe das Paket hier schon offen liegen. Also es sieht so aus. Das ist richtig schön eingepackt auf jeden Fall. Wenn man das Ganze nämlich abmacht, das Papier einfach oben drüber, dann sieht das Ganze hier so aus und es ist richtig schön eingepackt. Also liebe Katharina, da hast du dir mega, mega Mühe gegeben und ich hoffe, dass dir mein Paket dann auch so gut gefallen wird und ich gebe mir echt Mühe, dass es genauso schön wird, weil es ist echt schön. Es ist richtig schön geworden und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall aufs Auspacken. Genau, das ist mir jetzt gerade hier rausgefallen und zwar hat sie mir hier eine Karte mitgeschickt. Und ja, das lese ich mir gleich durch. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit einem Tütchen hier an. Und da sind Nagellacke drinne. So, also insgesamt sind hier 4 Nagellacke drinne und was ich schon mal sagen kann, ich habe noch keinen von denen. Und als erstes haben wir hier von Catrice die 06 Neu Pferd. Sieht so aus. Also hier steht auch drauf, nahezu schwarzer Nagellack mit einem Hauch Farbe. Also da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt und den probiere ich auf jeden Fall gerne aus. Dann haben wir hier noch einen von Catrice. Und das ist die 02 Neu Rouge. Und das ist im Endeffekt auch so ein schwarzer Nagellack mit einem Hauch Farbe. Genau. Dann auch ein sehr schöner Farbton, wie ich finde. Und zwar ist es ein Grau. My Grey nennt sich der. Und zwar von Manhattan aus der Rita Ora Edition. Aus der Edition habe ich mir komischerweise gar nichts gekauft. Also im Aufsteller hat mich die überhaupt nicht angesprochen. Aber ich finde, der Grauton schaut hier in dem Fläschchen sehr, sehr schön aus. Und ja, bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt. Dann haben wir hier noch einen von OPI. Und das ist so ein schöner lila Ton. Und der nennt sich Do You Lilac It? Also ein richtig, richtig schöner lila Ton und der gefällt mir auch richtig gut. Also und die OPI-Nagellacke sind auch richtig gut. Ja, also auf den bin ich auch sehr, sehr gespannt und ja, sieht sehr, sehr schön aus. Dann würde ich sagen, machen wir hier einmal so ein Päckchen auf. Okay, die habe ich mir auch nicht mitgenommen. Ich weiß gar nicht warum, weil es ist ein Einhorn drauf, ist mega süß. Und zwar sind es von Isane so Reinigungstücher. Und ich rieche jetzt einfach mal dran. Oh, die riechen sehr süß. Okay, also da bin ich auch mal gespannt, wie die so sind. Weil von Isana habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, noch gar keine Reinigungstücher ausprobiert. Dann kommen wir mal zu dem Paket hier. Und hier haben wir auch eine ganze Handvoll Produkte. Als erstes haben wir hier von Essence aus der Celebrate LE. Oder Live, Love, Celebrate, das war diese Geburtstagsedition. Die 01 Let's Get It Started. Ein Lidschatten. Ach, das ist eine Lip Base, okay. Ah, okay, das ist kein Lidschatten, das ist eine Lip Base. Ja, dann muss ich mir wohl mal von Essence so einen Lip Color mitnehmen und das mal ausprobieren. Also hätte ich mir jetzt selber, glaube ich, nicht geholt. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob das funktioniert. Und ja, wie gesagt, also da werde ich mir auf jeden Fall mal so eine Lipfarbe holen. Dann habe ich hier von Essence einen Lip Pencil. Und zwar ist das die 15 Honey Berry. Und der sieht so aus. Ein richtig schöner Farbton, finde ich. Ja.
Also auf den bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt. Okay, dann haben wir hier von Catrice einen drin, und zwar die 020 Vampire Red Diaries. Also spielt wohl auf die Serie Vampire Diaries an, die ich übrigens sehr, sehr gerne schaue. Und also ich kaufe mir Rottöne eigentlich fast nie selber, außer den, den ich heute drauf habe. Das ist von Trend It Up einer, den habe ich mir mal selber gekauft. Aber sonst habe ich die immer nur in der Glossy Box. Und das ist auch ein richtig schöner Farbton, finde ich. Also der gefällt mir auch richtig gut. Also richtig tolle Produkte. Also bis jetzt, liebe Katharina, bin ich mega begeistert von dem Paket und bin echt noch gespannt, was hier noch alles drin ist. Okay, dann haben wir hier von Max Factor einen Lippenstift, und zwar die Midnight Mauve, die 711. So sieht das aus. Okay, das ist auf jeden Fall ein shiny Lippenstift, aber gefällt mir richtig gut. Also für den Alltag mag ich solche Farben eigentlich sehr, sehr gerne, wenn die so ein bisschen shiny sind. Schaut richtig gut aus und bin ich mal gespannt, wie die auf der Lippe sind. Dann aus der Essence and the Lovely Little Things LE ein Lippenbalsam. Der riecht auch sehr, sehr zuckrig. Ja. Ist halt einfach ein farbloser Lippenpflegestift. Dann haben wir hier von Manhattan. Ich muss sagen, also die Manhattan Lip Liner sind ja sehr, sehr gehypt auf YouTube, und ich habe mir bis jetzt noch keinen gekauft. Fragt mich nicht warum. Also irgendwie gehe ich an dem Regal immer vorbei. Und zwar ist es die 58M. So sieht der aus. Scheint auch ein richtig schöner Mauve-Ton zu sein. Ach, wobei, ja, ein bisschen pink-stichig oder orange-stichig. Jetzt nicht, wie man das sagen soll. Also da muss ich mal schauen, wie mir der auf den Lippen gefällt, aber probiere ich auf jeden Fall aus. Also von der Verpackung her wird mir die Farbe gut gefallen. Dann haben wir hier von Essence auch ein Lippenöl. First Help Pinky. Ich denke, das wird halt mal so ein... Okay. Also ganz, ganz leicht zart rosa. Also sieht man jetzt hier, glaube ich, nicht. Dann haben wir hier von Essence die Nummer 22 drin. Das ist die Farbe Natural Beauty. Aber Natural Beauty, da steht nur 7 davor. Ich glaube, das ist ein anderer Deckel, oder? Also das auf jeden Fall hier so ein Farbton. Okay, ist sehr pink. Also sehr, sehr pink. Also muss ich mal gucken, ob mir der auf den Lippen gefällt. Aber nichtsdestotrotz eigentlich ein schöner Farbton. Aber wie gesagt, muss ich mal schauen, wie mir der auf den Lippen gefällt. So, jetzt nehme ich mir mal eins von den Reinigungstüchern raus. Und also es ist halt sehr, sehr fruchtig süßer Duft, würde ich schon fast sagen. Aber nimmt auf jeden Fall die Farben gut runter. Und ich finde jetzt auch vom Tuch her, es ist schön feucht. Und es kratzt nicht, also auf der Hand jetzt nicht. Im Gesicht kann es sein, dass es nochmal ein bisschen was anderes ist. Aber so vom ersten Eindruck gefällt mir dieses Tuch von Isana sehr, sehr gut. Das ist von Kiko. Oh. Das ist von Kiko hier ein Baked Eyeshadow Palette. Okay, das sind sehr, sehr schöne Farbtöne. Also das gefällt mir richtig gut. Die swatchen wir jetzt gleich einmal. Also das sind jetzt mal die Töne, und die sind butterweich, also richtig, richtig weich, und also sie haben so einen richtig schönen holographischen Schimmer. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also ich finde die Farbkombi sehr, sehr schön, und es ist ein matter Ton dabei, es sind glänzende Töne dabei, und ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und bin auf jeden Fall schon mega gespannt drauf. Also mir gefällt die Palette richtig, richtig gut. Dann kommen wir mal zu diesem Teilchen hier. Also das ist eine Körpercreme. Also die Marke sagt mir gar nichts. Also habe ich noch nie irgendwo gesehen. Und zwar DMC Dermo Cosmetics Phyto Intense Youth Activating Körpercreme mit Calcium, Poly,
Phenols und Allantoin. Also, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Und hier steht hinten drauf, diese zart schmelzende Körpercreme wurde für die Haut mit ersten Alterserscheinungen entwickelt. Sie kann die Jugendlichkeit der Haut aktivieren, sodass sie spürbar elastischer, glatter und zart wird. Calcium kann die Hautelastizität verbessern. Polypenole und pflanzliche Extrakte wirken antioxidativ. Allantoin unterstützt die natürliche Regeneration der Haut. Anwendung. Regelmäßig auf den Körper auftragen und sanft einmassieren. Genau. Also hier steht auch drauf, die kommen aus Unterföhring. Okay. Und ist made in Germany. Also hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Und die werde ich mir mal auf die Seite stellen und ja, bei Gelegenheit mal rausholen, wenn andere Körpercremes leer sind. Dann wollte ich euch mal ganz kurz zwischendrin etwas zeigen. Und zwar habe ich vorgestern waren wir in der Stadt, genau. Da habe ich mir nämlich einen Adventskalender gekauft, und zwar einen Mislin-Adventskalender. Den seht ihr dann zu Weihnachten, also da werde ich auf jeden Fall mal dazu was posten. Und auf jeden Fall habe ich mir beim Nanunana diese Tasse hier mitgenommen und ich finde die richtig süß. Und ja, also ich mag diese Tassen allgemein sehr, sehr gerne, weil man trinkt einfach wesentlich mehr. Und ja, die wollte ich euch einfach... Entschuldigung. Und ja, die wollte ich euch einfach nur mal kurz zeigen, weil ich finde die echt schön und trinken ist wichtig. Und ja, genau. Deswegen mein kleines Helferlein. Hier haben wir einmal von Sleek einen Concealer. Hast du den noch gar nicht offen gehabt? Kann das sein? Und zwar sieht der so aus. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Und der hat hier so eine Spitze. Okay, also der ist sehr dunkel. Das ist ein Luminär Highlighting Concealer, also das sieht man auch. Der hat so feinen Schimmer drin. Und jetzt gucken wir mal, wenn man den mal verteilt, kann man den vielleicht also er hat einen leichten Glanz drin. Und was ich mir vorstellen kann, wie ich den verwenden könnte. Also wenn man den verteilt, dann ist der nicht mehr ganz so dunkel, wie man jetzt hier sieht. Aber wenn ich mir den wenn ich meine Foundation aufgetragen habe, dann hier einfach so ein bisschen auftragen und dann ist Puder drüber und dann nochmal ein Puder-Highlighter drüber. Da glaube ich, kann man den schon ganz gut verwenden. Aber als Concealer würde ich den jetzt nicht verwenden. Also definitiv nicht. Dafür ist der zu dunkel. Dann haben wir hier von My Little Beauty, das ist glaube ich von dieser My Little Box, die Eigenmarke. Das ist ein Blush Cream. Oh, der ist schön. Also den kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Also der ist sehr, der lässt sich sehr, sehr gut auftragen. Und ich finde, der hat so eine... ja, Cream-to-Powder-Formulierung. Also der fühlt sich sehr, sehr weich auf der Haut an. So richtig schön und den kann man halt entweder gut verblenden oder halt kräftiger auftragen. Und ja, also da bin ich auch mega gespannt drauf, wie der so ist. Dann haben wir hier was von Rossmann, von Rival de Loup, eine Shimmer-Cream für einen strahlenden Look mit ultrafeinen, lichtreflektierenden Pigmenten, geeignet für Gesicht und Körper. Also es ist eine durchsichtige Flüssigkeit. Und okay, also der hat schöne Glitzerpartikel drin. Das weiß ich nur nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe hier so ein bisschen Sonne und wenn man das in die Sonne hält, dann ist das mega glitzerig. Also als Gesichtscreme, nee. Also da ist der mir wesentlich, also viel zu glitzerig. Ja. Haben wir hier einen Blush und zwar ist das die 020 Rolls Royce von Catrice. Sieht so aus. Sehr, sehr schön. Der ist halt auch sehr, sehr zart. Also den kann man jetzt hier, glaube ich, eigentlich fast gar nicht erkennen. Also es ist ein sehr, sehr zarter Blushton, aber sehr weich. Und ja, probiere ich auf jeden Fall aus. Dann haben wir hier eine Foundation drin und zwar ist die von Manhattan, die Fresher Skin Natural Finish Foundation. 32 Classic Ivory, also ich glaube, das könnte sehr, sehr dunkel sein.
Also die Foundation hat eine sehr, sehr schöne Konsistenz. Also gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und jetzt auf der Hand könnte es trotzdem ganz gut auf der Gesichtshaut passen. Muss ich einfach mal ausprobieren. Also werde ich auf jeden Fall tun. Und ja, also vom Finish her gefällt mir die richtig gut. Also die lässt sich sehr, sehr schön verblenden. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr natürliche Foundation. Ja, also muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn es nicht mein Farbton sein sollte, aber mir die Konsistenz sehr, sehr gut gefällt, dann könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, sowas auch in richtigen Farbton für mich zu holen. Dann packen wir wieder mal so ein kleines Teilchen hier aus. Oh, das ist von Nivea. Ein Deo, das habe ich mir nicht mitgenommen. Das ist das Hello Sunshine. Und da schnuppern wir jetzt einfach mal dran. Okay. Das hat so einen sehr parfümigen Geruch. Also es riecht sehr, sehr parfümig. Aber ich finde es gut. Also gefällt mir gut. Doch, muss ich sagen. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und man sieht ja, meine Deo-Sammlung ist ein bisschen kleiner geworden. Aber ja, noch nicht viel. Dann haben wir hier etwas. Und es ist von Herbal Essences. Ein Farbbooster Farbglanz-Shampoo mit Rosenduft. Und sie hat es auch hier oben zugeklebt, dass nichts aufgeht. Oh, das riecht gut. Ja, Herbal Essences riecht schon immer gut. Also habe ich früher eigentlich immer genommen als Teenie. Kann mich einfach gut an die Werbung erinnern. Die Frau im Regenwald unter dem Wasserfall und dann das Shampoo dazu. Was wollte man mehr, ne? Nee, aber das riecht sehr, sehr gut. Und ja, ich habe ja momentan noch gefärbte Haare, möchte aber zu meiner Naturhaarfarbe zurück. Und ja, aber das werde ich auf jeden Fall vorher noch aufbrauchen. Dann haben wir hier etwas und ich glaube, es ist eine Balea-Verpackung. Ja. Ach, wie schön. Ich glaube, ich habe die mit blauem Deckel und das ist die mit rosa Deckel. Und zwar die Bye Bye Unicorn Regenbogendusche. Also die riecht ja genauso wie die Regenbogendusche. Und ja, jetzt habe ich nochmal ein Backup. Danke dafür. Und ich finde das Design halt einfach mega süß, ne? Ist einfach richtig schön, ja. Dann kommen wir wieder zum Päckchen. Und hier haben wir Pinsel drinne. Und zwar von Ebelin sind die. Sind die nicht auch so eine Limited Edition gewesen? Das könnte sein, ne? Und zwar haben wir hier einmal einen Präzisionspinsel. Also mit so für Details. Kann man immer brauchen. Dann haben wir hier einmal einen Mini-Contouring-Pinsel. Okay. Also mit dem weiß ich noch nicht so genau, irgendwas anzufangen, aber wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Und dann ein Foundation-Pinsel. Der hat eine ganz andere Form als die normalen Foundation-Pinsels. Und der ist auch, also es sind Synthetikhaare, das merkt man auf jeden Fall. Aber er ist weich, also der ist schon sehr, sehr weich. Und ja, muss man mal ausprobieren, wer der so für Foundation ist. Dann haben wir hier ein so ein Ebelin-Ei drin. Die Dinger mag ich überhaupt nicht. Ich bin absoluter Fan von Real Techniques. Also das ist für mich ein Produkt, was ich jetzt nicht verwenden kann. Ja, deswegen eher nichts für mich. Okay, dann haben wir hier ein Radiant Glow Mist aus dieser LE. Und man sieht es hier auch richtig schön. Es sind richtig die Glitzerpartikel drin. Und ich glaube, das ist was eher für den Sommer, für den Körper. Also das werde ich auf jeden Fall für nächstes Jahr aufheben, für den Sommer, wenn er dann wieder dann kommt. Ne? Das ist auch cool. Das ist von Rituals, eine Probe.
Und zwar die Ritual of Karma. Die habe ich ehrlich gesagt noch nicht gerochen. Und ja, ich freue mich sehr aufs Ausprobieren und danke dir, dass du mir da ein Päckchen mit ins Paket gelegt hast, weil ich finde Rituals Produkte immer sehr, sehr gut und bis jetzt hat mich fast keins enttäuscht. Und deswegen, also das probiere ich auf jeden Fall gerne mal aus. Ah, die habe ich auch schon daheim. Aber noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe bis jetzt zu der Maske noch nicht gegriffen. Gut, ich habe aber auch eine riesen Maskensammlung, muss ich echt mal sagen. Ja, die Unicorn Limited Edition von Müller. Ich glaube, die kriegt ihr auch noch bei Müller. Also ich glaube, die sind auch recht gut vorhanden. Und ja, freue ich mich sehr drüber. Dann kommen wir mal zu diesem Paket hier. Und hier sind Yankee Candles drin. Das sehe ich schon. Und die liebe Katharina ist ja auch ein sehr, sehr großer Duftkerzen-Junkie, kann man schon fast sagen. Also sie hat immer sehr, sehr tolle Kerzen und sie beschreibt immer sehr, sehr schön. Und ich liebe die Kerzenvideos und gucke die auch jedes Mal mit an. Und ja, und hier haben wir jetzt einmal drinne Home Inspiration by Yankee Candle, Tropical Sky. Okay, das ist für mich so ein Badezimmerduft, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kann Düfte echt nicht gut beschreiben. Also wenn ihr wissen wollt, wie gut sowas riecht oder so, dann schaut bei der Katharina vorbei, die erklärt es. Bombe. Also richtig, richtig cool. Aber den würde ich mir jetzt zum Beispiel ins Badezimmer stellen. Dann haben wir hier ein Tart drin und zwar Mango Peach Salsa. Oh, der riecht gut. Das ist ein richtig toller Duft. Oh ja, also sehr fruchtig, sehr lecker. Also den werde ich mir demnächst auf jeden Fall anzünden. Also der riecht richtig, richtig gut. Also den habe ich momentan auch in meiner Duftlampe und der ist so unglaublich gut. Oh, ich liebe den Duft und der riecht so unglaublich lecker und richtig, richtig gut. Und die ganze Wohnung riecht danach. Also oh, ich liebe es. Danke dir, dass du mir da nochmal eins reinhast, weil das ist echt mega gut. Dann auch nochmal Home Inspiration by Yankee Candle, Perfect Margarita. Sieht so aus. Oh, der riecht gut nach Limone. Also so ein richtig schöner Sommerduft und ich glaube, den könnte ich mir vorstellen, für nächstes Jahr aufzuheben, weil der riecht echt nach Sommer. So richtig fruchtig, nach Limone, erfrischend, also richtig gut. Dann haben wir hier den Summer Peach. Und, oh, geil. Der riecht auch lecker. Also richtig schön fruchtig. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut vom Duft her. Und dann haben wir noch einen Tart, und zwar das Iced Gingerbread. Sieht so aus. Oh, das riecht nach Weihnachten. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Also ich muss ehrlich sagen, also ich freue mich jetzt ehrlich gesagt schon drauf, dass der Sommer vorbei ist, dass der Herbst da ist und dass jetzt bald Weihnachten kommt. Ich meine, wir haben Ende Oktober, jetzt ist dann November und das geht ratzfatz und es ist Weihnachten. Und das riecht so lecker. Oh, ich kriege Hunger. Ich glaube, ich muss Lebkuchen kaufen gehen. Oh, das riecht so gut. Also lieben, vielen, vielen lieben Dank dafür. Also ich liebe Yankee Candle mittlerweile. Und das sind echt tolle Düfte und mir gefallen die richtig, richtig gut. Und ich danke dir echt dafür. Also freut mich sehr drüber. Dann kommen wir zum letzten eingepackten Paket. Hier haben wir einmal so Pads drin. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Und ich glaube, das sind einfach welche, die man sich unters Auge legt, damit das Fallout aufgefangen wird. Also probiere ich auf jeden Fall gerne mal aus. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich das hier regelmäßig verwenden würde. Und ja, aber ich glaube, wenn man so richtig, richtig dunkles Make-up schminkt, könnte das ganz, ganz gut sein, wenn man sowas hat. Könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir hier von Essence ein Highlighting Eyeshadow Mousse. Die 02 High Peaches. So sieht das aus. Und den swatchen wir jetzt gleich mal. Das
Also eine sehr, sehr schöne Farbe, finde ich. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ihr das sehen könnt. Also es ist ein sehr, sehr heller Ton. So leicht gold, peachig und richtig schön. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und kann mir gut vorstellen auf dem Auge. Dann haben wir hier auch von Essence ein Contouring Eyeshadow Set. Das ist die 03 Roses Meet Mahogany. Also die sind auch sehr, sehr weich. Und das ist einmal dieser Ton hier und der hier. Also auch richtig schöne Farben und auch schön dezent. Ich denke aber auch, dass man die gut aufbauen kann. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Dann haben wir hier von Manhattan die Intense Effect Eyeshadow, die Party Cream. Das sieht so aus. Also zwei sehr, sehr schimmrige Töne. Irgendwie erkennen. Also das sind auch sehr, sehr schimmrige Töne. Also der Ton, der dunklere, gefällt mir echt gut. Ich bin nur irgendwie nicht so der Grünträger. Aber vielleicht probiere es einfach mal aus. Vielleicht steht mir das ja trotzdem. Und ja, schaut auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Dann haben wir hier ein Lidschattentrio von Rossmann, von der Altera, von der Naturkosmetikmarke, und zwar 03 Smoky Grays. Also auch drei sehr, sehr schöne Farben. Kann ich mir auch vorstellen, damit ein Augen-Make-up zu schminken. Und was man aber sagen muss, dass der dunkle schon Glitzerpartikel drin hat. Also da muss man immer dann ein bisschen aufschauen, dass man dann nicht hier unten überall glitzert. Und dafür sind dann solche Pads mit Sicherheit ganz gut. Kann ich mir vorstellen. Oder man macht das Make-up einfach nach dem Augen-Make-up und dann hat man dieses Problem mit dem Glitzer hier überall, nämlich nicht. Dann haben wir hier von Make-up Academy Professional eine Palette, die Undressed Eyeshadow Palette. Und das sind sehr, sehr natürliche Töne. Und erinnere mich schon so ein bisschen an die Sleek Lidschatten. Und oh, die sind sehr weich. Die sind sehr, sehr weich. Also sehr buttrig. Oh. Also seht ihr diesen Goldton und diesen bronzefarbenen Ton? Das sind jetzt so beide so schimmrige Töne. Dann habe ich einmal so einen hellen, matten Ton geswatcht. Den sieht man jetzt hier aber kaum. Also sehr, sehr schöne Farben. Also gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, die sind richtig buttrig. Und ja, schaut sehr, sehr gut aus. Dann ist hier eine Max Factor Mascara drin. Und die hat ein sehr dünnes Bürstchen. Also da weiß ich nicht, ob ich mit der zurechtkomme, weil ich mag eigentlich mittlerweile echt die guten, großen Bürstchen lieber. Und ja, das sind die Masterpieces. Ja, haben wir hier von Love ein Produkt. Und zwar die Glacius Stylo Eyeshadow Long Lasting, die 900 Meteorit. Und das sieht so aus. Oh, ist der weich. Der ist ja bombig. Seht ihr das? Also der hat auch hier so Glitzer drin. Schaut richtig gut aus. Und den kann man auch richtig schön so ein bisschen verblenden. Also ich glaube, ich muss mich echt mal an den Smoky Eye dran wagen. Also ich muss sagen, ich habe früher schon mal probiert, einen Smoky Eye zu schminken. Aber nie wirklich geschafft, und ich kann mir auch vorstellen, dass mit so einer Farbe ein Smoky Eye
richtig, richtig schön ausschaut. Also der gefällt mir richtig gut. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal mega gespannt drauf, wie sich der so auf dem Lid macht und wie ich mit dem arbeiten kann. Also die Farbe sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Also gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und ja, da bin ich auch, wie gesagt, also die Farbe ist mega. Und ich glaube, ich muss mir diese Stifte von Love echt mal anschauen. Vielleicht gibt es da auch so tragbare Farben für den Alltag. Und ja, aber wie gesagt, ich probiere den jetzt einfach mal aus, wie sich der so auf dem Auge fällt. Und ja, bin auf jeden Fall mega gespannt drauf. Und dann haben wir hier ein original verpacktes Produkt von Love. Und ich glaube, die sind ja auch nicht wirklich gerade günstig. Die Verpackung ist richtig schön. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber die hat so einen richtig schönen Glitzer drauf. Und schauen wir mal rein. Okay. Also der ist leider ein bisschen gebrochen. Aber nicht so schlimm. Den kann man wieder richtig schön reindrücken. Also das ist irgendwie purer Glitzer. Also ich glaube, den kann man schön als Topper hernehmen. So, jetzt könnt ihr das sehen. Das ist so ein richtig, richtig Glitzer einfach. So ein goldener Glitzer. Ja. Also den kann ich mir einfach als Topper so auf dem Lidschatten drauf vorstellen. Wenn man irgendeinen Anlass hat oder so. Aber der Lidschatten ist butterweich. Also richtig, richtig weich. Und ja. Muss auf jeden Fall mal gucken, wie ich den ordentlich wieder reinkriege. Aber den kann man einfach wieder reinpressen, ne? Faszinierend. Also der ist wirklich richtig weich. Und ich glaube, ich muss mir die Love-Produkte echt mal anschauen. Also ich habe bis jetzt nur so einen Lippenstift aus einer Glossybox dabei. Und aber wenn ich jetzt den Lidschatten so anfasse und auch diesen Lidschattenspen, muss ich echt sagen, also mich haut die Qualität von den Produkten gerade echt aus den Socken. Also richtig, richtig gut. Und muss ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Und jetzt haben wir noch ein Tütchen. Und da sind ein paar Leckereien drin. So, da haben wir jetzt einmal so kleine Tafeln Schokoladen drin. Und zwar einmal Johannisbeerstreusel. Und ich liebe die Rittersport Johannisbeerstreusel. Die ist einfach richtig, richtig lecker. Und danke dir dafür. Und dann haben wir vom Teewicht zwei Produkte. Das sind zwei lose Tees. Also schaut auch richtig gut aus. Einmal Birne-Himbeere. Und einmal die feige Rose. Also der Name ist ja schon recht süß. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, wie die so schmecken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon lange keinen losen Tee mehr getrunken. Und vor allen Dingen keinen so groben Tee. Ja, also da bin ich echt gespannt drauf und danke dir dafür auf jeden Fall. Und dann haben wir noch eins drin und das ist eine Bodylotion von Aveda. Oh, die riecht gut. Die riecht richtig, richtig gut. Also es sieht so aus. Sehr, sehr kräutriger Duft. Ich glaube, Lavendel könnte auch drin sein. Also ist auf jeden Fall so ein, hier steht es auch drauf, so ein stressreduzierendes Aroma drin. Riecht richtig, richtig gut und ja. Ich glaube, die nehme ich mir mit auf Arbeit, weil da kann man sowas immer gut gebrauchen, was stressreduzierendes. Gerade jetzt vor Weihnachten oder beziehungsweise das heißt vor Weihnachten, also diese Vorweihnachtszeit ist bei uns immer sehr, also eigentlich schon im Sommer geht es bei uns los mit Weihnachtszeit und deswegen, also ja, kann man das sehr, sehr gut gebrauchen und wenn Weihnachten ist, ist bei uns Stress vorbei, ne? Also so schaut es bei uns aus. Ja, nee, also riecht richtig gut und die nehme ich mir auf jeden Fall mit auf Arbeit.
Vielleicht hilft es ja. Ja, ihr Lieben, das war jetzt alles aus dem Paket und es ist mega viel. Und vielen lieben Dank an dich, liebe Katharina, für die tollen Sachen. Und ich bin echt gespannt und freue mich echt aufs Ausprobieren, weil es alles Sachen sind, die ich noch nicht habe. Ja, bis auf die eine Yankee Candle, aber ansonsten hatte ich... Und das Duschgel, okay, das Duschgel noch. Ja, aber ansonsten hatte ich wirklich gar nichts von den Produkten. Und gerade die Love-Produkte, muss ich echt sagen, auch wenn es nicht unbedingt so die alltagstäglichen Farben sind, auch nicht die Farben, die ich mir kaufen würde persönlich, aber die Qualität haut mich echt aus den Socken. Und wie gesagt, ich muss mir die Marke echt mal genauer anschauen. Und ja... Wie gesagt, liebe Katharina, ich danke dir vielmals und ich hoffe, dir gefällt mein Paket genauso gut, wie mir deins gefällt, weil ich finde es echt mega und ich bin schon sehr gespannt darauf, ob dir mein Paket auch so gut gefällt. Und ja, ihr Lieben, schaut auf jeden Fall bei der Katharina vorbei. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Infobox. Und würde sagen, das war's dann jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!